Ja, und in diesen Wohnungen, da geht es um Müll, Verwahrlosung und auch um Kriminalität. Ein Hochhaus im Duisburger Stadtteil Hochheide. Seit Tagen in den Schlagzeilen, seit Jahren schon am Verwahrlosen. Der Paketzusteller DHL, der liefert hier wegen Sicherheitsbedenken schon gar keine Pakete mehr aus. Hatten wir auch schon darüber berichtet. Genau, und jetzt hat gegenüber Welt.TV der SPD-Politiker Mahmut Özdemir den Abriss des sogenannten Weißen Riesen gefordert. Die Landesregierung, der sind nach eigener Aussage aber die Hände gebunden. Deborah Nebig. Überall Müll und Gerümpel, Flaschen und volle Windeln, die von Balkonen fliegen. Bewohner berichten von Ratten und Kakerlaken. Der Paketzusteller DHL zog die Reißleine, liefert in dem Hochhaus keine Pakete mehr aus, aus Sorge um die Sicherheit seiner Mitarbeiter. Erste Politiker fordern jetzt den Abriss des Problemhauses. Gesunde Wohnstrukturen müssen geschaffen werden. Und ich erwarte auch hier, dass wir eben solche Wohnstrukturen Vermietern, die nicht verantwortungsvoll damit umgehen, Eigentümern, die nicht verantwortungsvoll mit ihrem Eigentum umgehen, eben aus der Hand nehmen und abreißen. Viele Bewohner wollen, dass sich endlich etwas ändert, haben aber auch Angst um die eigene Existenz. Wohin mit uns allen? Ich stehe zum Beispiel in der Schufa, ich bin so ein mahnendes Beispiel, sage ich mal, ich kann nirgendwo anders hin. Nicht in dem Sinne abreißen, sondern diese ganzen Leute, die hier Chaos verursachen, erstmal rausschmeißen. Ganz einfach, wie es jeder andere auch machen würde. Warum läuft das nicht hier? Zwei der Weißen Riesen wurden aufgekauft und 2019 und 2021 abgerissen, vom Land NRW gefördert. Doch im Fall des Problemhauses ist die Landesregierung nach eigener Aussage machtlos. Das ist in diesem Haus eben das Problem. Es gibt ganz viele Eigentümerinnen und Eigentümer, teilweise selbstbewohnt, teilweise vermietet. Wir haben in Duisburg auch eine Situation mit Zuwanderung aus Südosteuropa, speziell Armutsimmigration. Auch da werben wir schon sehr lange, dass wir Gesetzesänderungen auf der Bundesebene brauchen, um das zu unterbinden. Verwahrlosung, Müll und Kriminalität, das werden die Anwohner wohl noch weiter ertragen müssen.